in Dänemark haben wir Badhausen, Saarstedt, genau. Also, das Geile ist, dass viele Leute zu uns kommen, nur die Hannoveraner, die haben es noch nicht verstanden. Aber wir arbeiten dran. Ja, ich möchte mich bedanken, dass ihr alle da wart heute. Es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Mein Herz geht auf. Moment noch. Ich hoffe, ihr habt alle Anjas neues T-Shirt gesehen. Sie ist ja auch die Waffel, Anja, und sie möchte halt nicht mehr Waffen, sondern mehr Waffeln. Und wahrscheinlich gibt es demnächst auch mal wieder Waffeln bei einer unserer Treffen, die wir veranstalten. So, und Anja möchte gleich noch was sagen, aber vorher an die Menschen, die gerne Fernsehen schauen, weil das ja so ein schönes Gerät ist, was einem so schöne viele Informationen gibt. Oder willst du vorher was sagen? Ja, also ganz kurz nur, also dieses T-Shirt ist entstanden, weil ich vor ungefähr 2 Jahren noch fern von jeder Realität war und aber die Freunde so ein bisschen unterstützen wollte. Aber ich wollte nicht ins Wohnzimmer gehen, wo diese fürchterlichen Menschen saßen und sich besprochen haben, wie sie die nächste Demo organisieren können. Und ich habe in der Küche gestanden und von Weitem so um die Ecke die Waffeln reingereicht, weil ich den Virus nicht erwischen wollte. Aber ich wollte ein bisschen Solidarität zeigen. Und seitdem bin ich bei ihm, nämlich die Waffel an, ja. Und ich backe echt Waffeln. Und bei unserer nächsten Party, egal wie, wo, was, werde ich Waffeln backen, Leute. Ich habe jetzt ja auch das T-Shirt dafür, ne? Also, ihr seid alle dann eingeladen. Und jetzt, 2.9. Großdemo in Hildesheim. Leute, das hätte ich jetzt fast vergessen. 2.9. Bitte plant euch das ein. Heute sind 7 Leute aus Hildesheim da. Die haben es sowas verdient. Die laufen da unangemeldet mit ungefähr 40 Leuten jedes Mal. Tolle Truppe. Die machen das erste Mal eine richtige organisierte Demo, sprich angemeldet. Und da möchte ich, dass wir da alle erscheinen. Am 2.9. Ich hau noch mal ein paar Mal Werbung raus. Nur plant ihr schon mal ein. Save the date, wie man so schön sagt. 2.9. Hildesheim. Dankeschön. Danke, Anja. Genau, danke nochmal für den Veranstaltungshinweis. Und ich habe es ja gerade schon angedeutet, an die Menschen, die gerne fernschauen. Vielleicht solltet ihr einfach nicht nur schauen, sondern auch mal zuhören, was da so alles gesagt wird. Man kann mich jetzt oder uns für paranoid halten, aber es wird vieles über Filme kommuniziert, was so zukünftig geplant wird, gemacht wird. Ich denke jetzt nicht an Star Wars oder so einen anderen Quatsch, aber durchaus gibt es interessante Sachen. Und hier habe ich mal einen Ausschnitt aus einem Film. Hört ihn euch mal an, dann habt ihr so ein bisschen verstanden, was hier eigentlich passiert. Das Ordnungsprinzip für jede Gesellschaft ist der Krieg. Die Autorität eines Staates über sein Volk beruht auf seiner Kriegsmacht. Heute geht's um Öl, morgen um Wasser. Das sind die Königsdisziplinen des Geschäftemachens. Waffen, Öl und Drogen. Aber wir haben da ein Problem. Interessiert mich ein Scheiß. Friedliche Zeiten sind Gift für uns. Frieden ist gleichbedeutend mit Stillstand. Deshalb stützen wir die Weltwirtschaft künstlich durch Zerstörung. Wir können nur weiterhin Geld machen, wenn die Welt in Flammen steht. Aber damit es funktioniert, dürfen die Menschen das nicht wissen. Wir haben spezielle Auslöser erschaffen. Den Anschlag auf das World Trade Center, den Anschlag auf die Londoner U-Bahn, Massenvernichtungswaffen. Eine Bevölkerung, die in ständiger Furcht vor Terror lebt, stellt keine Fragen. Unser Wunsch nach Krieg wird der Wunsch des Volkes. Es bringt gern Opfer für seine Sicherheit. Sehen Sie, Furcht ist die Rechtfertigung. Furcht ist Kontrolle. Furcht ist bares Geld. Genau, so sieht's aus. Folgt einfach dem Weg des Geldes bei allen Entscheidungen, die die Politik euch auferlegen möchte. Sei es bei Corona, folgt da einfach mal dem Geld. Es ist nicht nur einfach der Test, der bezahlt wird, oder die Spritze. Es ist ein ganzer Wirtschaftszweig. Und jetzt machen wir das Ganze mit der Waffenlobby. Also von daher, folgt einfach dem Geld und ihr werdet diverse, viele Antworten finden, warum welche Entscheidungen getroffen worden sind. So, jetzt machen wir hier nochmal schön das Gruppenfoto. Wie gesagt, in 2 Wochen werden wir uns hier sicherlich wieder treffen. Noch ist die Bestätigung der Versammlungsbehörde nicht da. Aber denke mal, wir treffen uns sowieso hier. In der Stadt kann man sich immer treffen. Und alles andere bis dahin ist nur reine Formsache. Jetzt einmal nach vorne gehen. So, einmal lächeln bitte. Richtig lächeln. Zu Corona-Zeiten haben wir nicht gelächelt. Jetzt lächeln wir. Los, lächeln. Dankeschön. Danke. Vielen Dank.
So, wir bleiben jetzt noch ein bisschen hier. Der andere hat da hier noch ein bisschen Schritt gemacht. Wer möchte auch um die umliegenden Passanten die Klartext, deine Auflagen oder die auflagenstärkste Bürgerzeitung, kann sich hier gerne abholen. Wer uns Schenkungen machen möchte, kann natürlich das auch machen, kann auch hier gerne herkommen. Und ansonsten stehen wir noch ein bisschen hier, bis 20:30 haben wir hier die Partyleitung gebucht, von daher können wir noch hier sein. Und dann wünsche ich allen, die dann nach Hause gehen, kommt gut nach Hause. Vielen Dank, dass ihr heute hierher gefunden habt und uns begleitet habt. Dankeschön. Ja, super, gut gemacht. Tschüss. Ja, so muss man. So, hier ist die Kasse. Tschüss. Oh, ja. Magdalena. So,